Ja, gut, komm. Wo ist der? Wo ist denn der Aufgabengeber? So, das dreht ihr erstmal weg. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ätzli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Okay. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Ich kann nirgendwo hin. Ein großartiger Tag. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ätzli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Oh Mann, immer diese großen Versprechen, ne? Man kann befreien. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Ja, ja. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Alles klar. Sei gesegnet, Aul. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Komm, Digga. Los jetzt. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Entschuldigung. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauche Hilfe. Okay, alles klar. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Alles klar.
Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Okay, nochmal. Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Warum hat er China ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg sind. Sieg auch noch. Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los. Das müsste klappen. Kommt schon. Los, zusammen. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Okay, jetzt müssen wir hier raus. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Unurato in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt... Was? Ja. Wurde dir doch gesagt, dass ich dir helfe. Komm schon. Nee. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Der Ausgang ist blockiert. Ich hoffe. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Oh, ich habe ein neues Messer. Das ist ein Messer. Schön. Eine Crocodile Dundee-Referenz. Mein süßes Kind, lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Hm. Komm, gehen wir nach Hause. Der kann doch jetzt nicht in diesem Dorf bleiben. Das kommt, das ist doch jetzt... Alles klar. Viel Glück. So, Mission abgeschlossen. Hakans Rettung. Sehr gut. Da habe ich doch... Die Verurteilten. Schön. Da habe ich doch ein gutes Gefühl jetzt. So, jetzt habe ich insgesamt 2 Fähigkeitenpunkte. Aber... Was hat das mit den Papageien auf sich? Kann ich da irgendwas machen? Warte mal, hier vorne war ein Lager, ne? Kommst du her? Du giftiges Tier, du. Warte mal, war hier nicht irgendwo ein Lager? Aber ich habe da nur 2 Punkte. Warum machst du das jetzt? Was kann ich mir mit 2 Punkten kaufen? Das hier. Nest der Viper. Erhöht dem Hänger an Ressourcen. Die habe ich, ne? Nee. Weißt du was? So. Benötigt Schwarzwurf und Pferd. Blendet und verbrennt Feinde. Das ist so fies, ne? Alt.
So, dreh Upgrades. Hier haben wir nichts ab Upgraden. Nichts zu Upgraden. Vollständig verbessert. Har, har. Die Bischof 9000. Kann ich nichts machen. Fein gearbeitetes Messer. Ah, okay. Das heißt, Tod von oben geht wieder. Okay, so. Jetzt müssen wir aber hier Unuratu befreien. Komm schon. So, ich gehe jetzt hier rein, ist das klar? Macht euch mal. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den Heiligen Boden betreten. Bitte. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Irgendwas im Wasser? Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und was sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, Herr Ruinfried? Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein. Du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast
anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Danke für den Tipp. Gut getimter Pfeil. Ment ut, titenjan chachich. Okay, ich muss erst sie befreien, ne? Ich gehe einfach mal so hin. So, eine Darstellung des aztekischen Gottes. So. Tagebuch eines Priesters, ja. Was haben wir hier? Das scheint eine Grabrede zu sein, okay. Da hinten ist nichts mehr. Gut, dann befreien wir sie erst. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Erkunden Sie um den Eingang... Oh, hier ist ein Grab. Na toll. Okay. So. Okay, hier geht's zu einem Herausforderungsgrab. Oh. Dass sie immer unter Wasser sein müssen, ne? Haut ihr ab. Haut ihr ab. Haut ab. Achso, es sind gar keine Piranhas. Oh, mein Gott. Was ist Stress? Oh. Dann schauen wir mal, welches Herausforderungsgrab hier auf uns wartet. Eine primitive Puppe. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Und wieder hinein ins Abenteuer. Tja, das sieht so aus, als müsste ich mich... Okay.
Alles voll. Noch mehr Wasser. Ah, da hinten geht's wieder hoch. Na, Froschi? Ernsthaft? Nicht schon wieder. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Du sollst auch lesen. Darstellung einer Technologie? Eine Stadt ist nur so stark wie ihre Feldfrüchte und Bewohner. Ab jetzt kontrollieren wir das Wasser und sind nicht mehr vom launischen Regen abhängig. Ah, okay, sehr gut. Bewässerungssystem gebaut. So, erstmal die Ausrüstung wieder, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen. Basislager ist immer gut. Keine Fähigkeiten. Hier können wir was machen. Upgrades. Dicke Kanone, weißt du? Was fehlt mir denn da? Oh. Oh. Ein intakter Maya-Aquädukt. Wow. Vielleicht kann ich raufklettern. So viel Zeit muss sein, ne? Kann man da reinkriechen? Ne. Ah, okay, ziehen wir mal. Mal gucken, was passiert. Ah, dann kommt das Floß hoch. Okay. Aber das kann ich an mich ranziehen. Warum sollte ich das an mich ranziehen wollen? Ziehe dieses Floß an mich ran, weil...
etwas übersehen. Das sind nur Federn. Okay, warte. Ich hab was übersehen, sagt sie. Okay, von da sind wir gekommen. Okay, wie lasse ich das Wasser wieder ab? Ich glaube, das schaffe ich nicht allein. Okay, das heißt... Los. So. Als ob das Floß aber das wegziehen könnte. Ernsthaft? Ah, ich verstehe. Das hat er nur hochgezogen. War das bloß so ein Eigengewicht? Okay. Oh. Verdammt. Vielleicht hätte ich doch vorher noch mal kurz atmen sollen. Ah, schaffen wir. Reicht. Hier geht's ja schon wieder hoch. Okay. Ah, okay, ich muss das Wasser ablassen, damit ich das öffnen kann. So. Geht jetzt das Wasser weg? Scheiße.